Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr der Herrlichkeit sei mit euch. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Liebe Schwestern und Brüder, feiern wir heute der dritte Adventssonntag, Gaudete Sonntag. Das heißt, Freude haben. Wir versuchen, diese Freude zu geben, zu den anderen, für uns selbst oder selber zu haben und dann weiterzugeben. Ich entschuldige mich heute für die Verspätung. Ich habe mich verfahren im Wald, also, wo diese Sperrung ist, konnte ich nicht weiterfahren. Da ich die Messe in Sulzheim gehabt hatte, musste ich diesen Weg nehmen und dann musste ich irgendwo stehen bleiben, mit meinem Auto so getanzt und alles. Aber gut. Wir feiern heute unser Familiengottesdienst und wir beten aber besonders für jede Familie, die zu uns hier in Amsheim gehören. Gott möge uns segnen und begleiten. Wir werden zusammen beten für alle, die uns wichtig sind, alles, für alles, was wir in unserem Herzen tragen. Aber besonders heute beten wir für die Verstorbenen der Familien Edda, Meyer und Jansson. Wir beten für uns und für alle unsere lieben Verstorbenen auch. Für diese Intention und für alles, was wir in unserem Herzen tragen, beten wir, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, die Propheten des Alten Testamentes kündigten die Geburt deines Sohnes Jesu schon lange vorher an. Dein Volk wartete schon viele hundert Jahre auf Jesus. Er ist der Herr aller Menschen und aller Völker. Guter Gott, wir freuen uns, dass wir bald das Fest der Geburt Jesu feiern. Gemeinsam sind wir auf dem Weg zur Krippe und bereiten uns auf die Ankunft deines Sohnes, Sohne Jesu, vor. Hilf uns, dass dieser Weg unsere Herzen bereitet und öffnet, damit Jesus einen Platz in unserem Leben finden kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Von Herzen freue ich mich am Herrn. Meine Seele jubelt über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeid anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
und den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht, er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, ebne den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das ist schon ein komisches Gefühl, mit Maske im Gottesdienst zu sitzen. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Das stimmt. Im Januar hielten viele Corona noch für einen Virus, der nur in China auftritt. Da hast du recht. Nun haben wir uns schon an die Maske gewöhnt. Mir fällt es trotzdem schwer, wenn ich mit jemandem erzähle und die Mimik nicht erkennen kann. Bestimmt geht es vielen so und wir werden uns noch einige Zeit an die Masken gewöhnen müssen. Ach ja, und heute haben wir schon den dritten Advent und ich vermisse die gewohnte vorweihnachtliche Stimmung. Mir geht es genauso. Ich habe die Adventszeit immer so gemocht. Den Bummel durch die beleuchtete Stadt oder den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Viele werden die Weihnachtsfeiern und den Bummel auf dem Weihnachtsmarkt vermissen.
hast recht. Bis 1917 war die Adventszeit ursprünglich eine Fastenzeit. Die alte Kirche legte die Fastenzeit auf die Tage zwischen dem Martinstag und dem ursprünglichen Termin fest, an dem die Geburt Jesus gefeiert wurde. Dies war zu der damaligen Zeit das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Da haben die Menschen damals aber lange gefastet. Nein, zu dieser Zeit wurde zunächst nur 3 Tage in der Woche gefastet. Später wurde an allen Tagen außer Samstag und Sonntag gefastet, wodurch sich diese 40-tägige Fastenzeit ergab. Heute haben wir mir nichts, dir nichts auch wieder eine Art Fastenzeit, aber wegen Corona. Wir verzichten auf viele unserer Gewohnheiten. Besonders schwer fallen mir die Einschränkungen im sozialen Bereich. Das geht mir ähnlich. Das Tanzen wurde abgesagt und ich kann mich an den Wochenenden nicht mehr so unbeschwert mit Freunden treffen. Viele haben Eltern, die zu der Risikogruppe zählen, und aus Angst vor einer möglichen Ansteckung verzichtet man halt auf liebgewonnene Treffen. Tja, Verzichten ist ja genau genommen wie Fasten, denn wir verzichten auf vieles, was uns Spaß macht und gut tut. Verzichten, aber mit dem Ziel, eine Infektionskette zu unterbrechen und sich und die Mitmenschen zu schützen. Trotzdem bleibt es ein Verzicht, der oft schmerzhaft ist. Dazu kommt noch die Sorge und die Ungewissheit. Man weiß einfach nicht, wann wir wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren können. Ja, da hast du recht. Gerade Familien hatten unter den Beschränkungen zu leiden. Stell dir vor, den ganzen Tag mit der Familie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Teilweise waren die Eltern im Homeoffice und die Schule bzw. der Kindergarten waren geschlossen. Das war schon eine Herausforderung für viele Eltern. Oder die vielen Menschen, die jetzt um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, wegen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, der Corona-Kranken und Trauernden nicht zu vergessen. Wie kann es in diesem Jahr noch Weihnachten werden, angesichts von Corona und der ganzen Not, fragen sich viele mit Recht. Da könnten wir zunächst sagen, es wird natürlich wieder Weihnachten werden. Schließlich fand das erste Weihnachtsfest in Bethlehem unter wesentlich schwierigeren Bedingungen statt und viele andere Weihnachten auch. Hier lohnt es sich mal darauf zu schauen, wie die Menschen denn früher mit solchen Beanspruchungen umgegangen sind. Ich habe da großen Respekt vor den Juden im Exil in Babylon. Für die Menschen damals war die Ungewissheit noch viel belastender, da sie überhaupt nicht wussten, wann sie aus dem Exil erlöst werden. Da war auch keine schnelle Lösung in Sicht. Aber die Menschen hatten die Hoffnung, dass es ihren Kindern besser geht. Sie hatten richtig Geduld und ordentlich Gottvertrauen. Denk doch mal an unsere Großeltern und Eltern. Viele von ihnen können sich sicher noch an die Kriegsweihnachten erinnern und die schlechte Zeit. Diese Weihnachten waren auch voller Entbehrungen und dazu noch Sorgen um die Männer, die im Krieg waren. Trotz aller Nöte und des Mangels verstanden sie aber, das Fest mit Improvisation und voller aufrichtiger Freude, Liebe und Hoffnung zu begehen, im Wissen, Gott verheißt uns mit der Geburt seines Sohnes eine neue, bessere und friedlichere Welt, in der Elend und Tod nicht das letzte Wort haben. Gott sei Dank haben wir keinen Krieg und es muss auch niemand verhungern. Aber auch wir werden in diesem Jahr ein anderes, ein schwierigeres Weihnachten erleben. Ja, es wird sicher ein anderes Weihnachtsfest, wie wir es kennen. Wir werden mit Maske und Abstand und eventuell auch mit weniger Verwandten feiern. Vielleicht werden wir auch nicht alle in die Christmette gehen können. Die Vision einer besseren Zeit wurde uns heute in der Lesung von Jesaja verkündet. Aber noch nie zuvor hatten wir alle gleichermaßen diese tröstliche Zusage so nötig. Wir brauchen nicht die Hoffnung und den Glauben zu verlieren und dürfen das Gute auch in dieser Zeit suchen. Das Gute suchen und möglich machen heißt auch, dabei besonders die nicht vergessen, die in materieller und seelischer Not sind. So wie es auch die Menschen früher schon an Weihnachten immer gehalten haben. Vielleicht kann das Geheimnis von Weihnachten und die Haltung unserer Vorfahren auch für die heutigen Generationen, die bisher in Sicherheit und Überfluss aufgewachsen sind, Hoffnung und Mut machen. Besonders in Zeiten, wo Sicherheiten und schnelle Lösungen nicht mehr greifbar sind.
fällt dazu ein Zitat von Udo Lindenberg ein. Der sagte vor einigen Tagen: Wenn die Welt zu düster ist, dann müssen wir sie eben hell machen. In Lindenbergs Worten bedeutet das konkret: immer mal wieder den alten Kumpel Hoffnung in den Arm nehmen, sich auch Hilfe holen, schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Naja, so ganz taufrisch ist der Udo nun auch nicht mehr. Aber er hat recht. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein wahrhaft hoffnungsvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Mögen Sie getragen sein von Gottes Segen und dem Beistand Ihrer Familie, Freunde, Nachbarn und Mitmenschen und so spüren, dass Sie niemals alleine sind. Liebe Brüder und Schwestern, stehen wir auf und bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von der er kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, der heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, unser Vater, wir freuen uns schon auf Weihnachten. Unser Adventskalender zeigt uns, dass Weihnachten jeden Tag etwas näher rückt. Wir bitten dich. Guter Gott, die meisten Menschen feiern Weihnachten mit ihrer Familie. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich gerade in diesen Tagen sehr alleine fühlen. Lass uns besonders an sie denken. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, viele Kinder sind aktuell bei uns von Armut betroffen, da ihre Eltern von Arbeitslosigkeit bzw. Kurzarbeit betroffen sind. Lass uns, wie der heilige Nikolaus, besonders auf das Wohl der Kinder auch in unserer Umgebung achten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir denken an die vielen Ärzte und Pflegekräfte. Viele arbeiten aktuell an ihrem Limit. Lass uns ihre Arbeit wertschätzen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir denken an alle politischen Verantwortlichen, die zum Wohl der Menschen in der jetzigen Situation Lösungen suchen und Kompromisse finden müssen. Lass uns ihre Regeln akzeptieren, auch wenn es manchmal schwierig ist und wir daran zweifeln. Gott, unser Vater, lass uns gerade in der Adventszeit Zeit nehmen, anderen eine Freude zu machen.
indem wir sie besuchen, indem wir Dinge gemeinsam tun und nicht nur jeder für sich allein. Oder, wenn es wegen Corona nicht geht, sie anrufen. Lass uns füreinander da sein. Gott, unser Vater. Noch für Philipp Heinrich und Helena Weiß, für Kinder und Angehörige, für Karl Ohm und verstorbene Angehörige, für Magdalena und Nikolaus Frei und Antonia und Franz Michel, für Wilhelm und Veronika Weiß, für Hans und Elisabeth Schneider, für Ries und Agatha Ries, für Josef Meyer Höfer. Guter Gott, wir bitten dich, guter Gott, schenke uns Heil und neues Leben. Lass uns deine Liebe und deine Freude weitergeben, damit es trotz Corona Weihnachten werde hier und überall auf dieser Erde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Retter, der allen Menschen Heil und Leben bringt. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und deine heilige Kirche. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes, nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus,
unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen, seine Heiligkeit bringt den Sünden Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lasst uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten aber besonders für die Verstorbenen der Familien Edda,
Maya und Jansson und für all unsere lieben Verstorbenen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind Kinder Gottes. Deswegen kommen wir zu dem Herrn und beten wir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Freundlicherweise nicken wir einander zu. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, Jesus Christus, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du bei mir bist und der mein Herr, aber ich wünsche mein Gott, so wird mein Wesen zu tun. Der Leib Christi.
Sagt den Versagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott, er selbst wird kommen und euch erretten. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von Schuld und mache uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte setzen Sie sich. Heute ist um 14 Uhr die Taufe von Katalena Lili Grecic in Wörstadt. In der nächsten Woche finden anstatt der Eucharistiefeiern die Bußgottesdienste statt. Anschließend haben Sie auch die Möglichkeit zum Beichtgespräch in der Sakristei und der Kirche ohne vorherige Terminvereinbarung. Heute ist der Gottesdienst um 17 Uhr in Gau-Bickelheim, am Dienstag um 18 Uhr in Arnsheim, am Mittwoch um 18 Uhr in Sulzheim, am Donnerstag um 19.30 Uhr in Wörstadt und am Freitag um 18.30 Uhr in Saulheim. Ebenfalls am Freitag um 9 Uhr die Eucharistiefeier in Sulzheim. Am kommenden Samstag ist um 18 Uhr Eucharistiefeier in Sulzheim, am Sonntag um 9 Uhr in Spießheim. Um 10.30 Uhr in Arnsheim wieder mit Videoübertragung. Und um 18 Uhr am nächsten Sonntag, am 20.12. ist in Wörstadt der Gottesdienst Haltepunkt, ein meditativer Gottesdienst für die Adventszeit. Wie gehabt, bitte zu den Gottesdiensten wieder bis Freitag 11 Uhr sich im Pfarrbüro anmelden. Hinweise für die Weihnachtsgottesdienste finden Sie im Nachrichtenblatt, auf unserer Homepage oder im Pfarrbrief. Am Ausgang finden Sie einen Impuls für den dritten Advent zu mitnehmen, ebenso zwei Vorlagen zu mitnehmen für eine Weihnachtsandacht zu Hause, eine für Erwachsene, die andere für Familien. Aber bitte diese Auslage nur mitnehmen, wenn Sie tatsächlich zu Hause so eine Andacht gestalten möchten und nicht in die Kirche gehen können an Weihnachten. In der kommenden Woche finden Sie in unseren Kirchen auch das Friedenslicht aus Bethlehem. Wenn Sie eine Laterne mitbringen, dürfen Sie dieses Licht auch gerne mit nach Hause nehmen. Trotz Corona gibt es scheinbar auch noch spontane Veranstaltungen. Der Pfarrgemeinderat Sulzheim lädt heute um 17 Uhr zu einer spontanen Adventsfeier in die Kirche ein. Bei Kerzenschein sollen Geschichten und Musik gehört werden, gemeinsam gebetet und etwas zusammen sein, so wie es die AHA-Regeln eben zulassen. Die Beschränkung ist auf 40 Teilnehmer. Wenn Sie dazu eine Kerze in einem Marmeladenglas mitbringen, steht hier, ich glaube ein Gurkenglas geht auch ein leeres, und vielleicht noch eine Geschichte. Herzliche Einladung. Ansonsten wünschen wir uns alle viele Gottes Segen, bleibt gesund und behütet. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Amen. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Amen. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch unterfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Amen. Er segne und behüte euch, der allmächtige Gott und Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.
Weihnachten findet statt. Es fällt nicht aus. Das ist die gute Nachricht. Aber wir ahnen alle und werden es sehen, Weihnachten in diesem Jahr wird ganz anders werden, als wir es kennen. Das gilt für unsere Feste und Feiern als Familie, wo wir zusammenkommen. Das gilt auch für die großen Gottesdienste zu Weihnachten, die wir nicht in gewohnter Weise feiern können. Da ist viel Kreativität gefordert, dass viele auch durch den Gottesdienst zu Weihnachten gestärkt sind. Weihnachten, Sie wissen es, ist mit den Aktionen Adveniat und Brot für die Welt sehr verbunden. Die Kollekten brauchen wir, um die Ärmsten der Armen in Lateinamerika und in der Karibik zu unterstützen, die ja ganz besonders hart von der Corona-Krise betroffen sind. Und weil wir ahnen, die Kollekten werden nicht wie üblich stattfinden können, deshalb bitten wir Sie in ökumenischer Verbundenheit unter der Website www.weihnachtskollekten.de Ihre großzügige Spende zu geben. Ich danke Ihnen sehr dafür, vergelt's Gott. Übrigens, auch für Jesus war Weihnachten ganz anders, als wir es uns vielleicht vorstellen. Er kam in eine ganz andere Welt als Sohn Gottes. Er hat diese Welt leidenschaftlich erobert, geliebt und verändert. Das macht Weihnachten aus. Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit, Ihnen, Ihren Familien und allen, die zu Ihnen gehören, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie behütet. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.